Ja, welche Erwartungen haben Sie denn dieses Jahr an den FC Cottbus in der Regionalliga? Ja, ich denke mal, dass wir es dieses Jahr echt schaffen können, wenn die Jungs effizient nach vorne spielen. Und ich denke, dass wir auch eine ganz realistische Chance haben gegen Stuttgart. Wenn die Jungs alles aufbieten, dann haben wir mit Sicherheit eine realistische Chance, dort auch ein achtbares Ergebnis zu erzielen. Ansonsten über die Saison hinweg muss man natürlich sehen, dass die Mannschaft von der Konstanz auch so bleibt und dass wir nicht wieder so viel Unentschieden wie am Anfang des letzten Jahres hatten. Aber die Situation ist erstmal grundlegend eine ganz andere. Von daher können wir da, denke ich, viel erreichen. Ja, was erwarten Sie vom FC in der Regionalliga-Saison? Na, eigentlich, dass sie einen ordentlichen Fußball spielen und zumindest Staffelsieg. Alles andere kann man jetzt noch gar nicht abschätzen. Ist die Relegation das große Problem dann in diesem Jahr? Könnte werden, es kommt auch an, gegen wen man spielt. Aber das muss man erstmal bis dahin schaffen, so weit ist noch lange nicht. Und gibt es eine Pokalüberraschung gegen Stuttgart? So wie sie heute gespielt haben? Kann es immer geben im Pokal. Zumindest hat man nichts zu verlieren. Was erwarten Sie denn von Energie Cottbus in der kommenden Regionalliga-Saison? Ein Aufstieg. Ist das realistisch? Ja, ist realistisch. Auch wenn wir schwere Gegner mit Chemie und Halberstadt haben, ist es trotzdem realistisch. Wird es eine Pokalüberraschung geben gegen Stuttgart? Ja, auf jeden Fall. Revanche fürs damalige Finale. Und haben Sie ein bisschen Sorge vor den Relegationsspielen, die noch anstehen? Nö, keine Sorge. Es wird, wir schaffen das und fertig ist. Ja, erwarten natürlich alle, dass das möglichste Aufstieg am Ende des Tages dann dasteht. Und, ja, und erhoffen uns schöne Spiele und faire Spiele vor allen Dingen. Und gerechte Schiedsrichterentscheidungen, so wie das heute ja nicht immer zu sehen war. Ja, und für die Jungs, denen kann man nur alles Gute wünschen. Es ist eine junge, dynamische Mannschaft und mit dem Trainer an der Spitze. Also es geht wieder aufwärts. Und mit den Trikots der Saison von vor 20 Jahren kann es eigentlich nur gut werden. Vielen Dank. Gerne.